Vers 22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Aha, siehst du? Du musst bis ans Ende ausharren, um gerettet zu werden. Du kannst nicht einfach so weiterleben wie vorher. Du musst in guten Werken ausharren. Du musst ein gutes, gerechtes Leben führen bis zum Ende. Dann kommst du vielleicht in den Himmel. Das ist die Irrlehre, die viele daraus spinnen, nicht wahr? Aber lass uns in dem Zusammenhang Matthäus Kapitel 24 anschauen. In Vers 22, da heißt es nämlich, und wenn jene Tage, das heißt die Tage der großen Drangsal, in Vers 21 geht es um die große Drangsal, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, Gott wird die große Drangsal abschneiden, wird dem Ganzen ein Ende setzen. Ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Das heißt, um unsers Willen, denn wer sind die Auserwählten im Neuen Testament? Das sind Christen. Nicht Juden, sondern Christen. Um unsers Willen sollen jene Tage verkürzt werden, weil ansonsten eben kein Fleisch gerettet werden würde. Hier ist das Ding. Viele Christen werden umgebracht. Ja? Aber wenn du eben ausharrst bis ans Ende, dann wirst du gerettet werden im physischen Sinne. Denn was haben wir da gerade gelesen? Ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden. Also Errettung bezieht sich nicht automatisch auf etwas Geistliches, auf deine Seele, sondern kann sich auch aufs Fleisch beziehen. Ansonsten würde kein Fleisch gerettet werden, nicht wahr? Also wenn wir ausharren bis ans Ende, dann werden wir eben Jesus in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten sammeln von ihrer Windrichtung her und so weiter. Wenn wir vorher sterben, okay, wir kommen trotzdem in den Himmel natürlich, wir werden auferstehen, werden entrückt und so weiter. Aber wer ausharrt bis ans Ende, der wird eben physisch vorher nicht sterben, sondern wird eben direkt entrückt werden.